Dieses Video wird einige vielleicht komplett triggern, aber vielen sehr helfen können. Denn warum man auf Frauen nicht attraktiv genug wirkt, liegt nicht unbedingt daran, dass man zuerst noch einen fetten Glow-Up braucht, mit mehr Muskeln ein Upgrade mit Statussymbol, mehr Cash, ein fetteres Auto, Reichtum und so weiter. Falls du mir nicht glaubst, ich habe hier ein handfestes Beispiel. Das hier ist Pete Davidson. Manche kennen ihn vielleicht, er ist ein amerikanischer Comedian, B- oder C-List Celebrity und das perfekte Beispiel, dass es nicht daran liegt, dass rein das Aussehen plus Statussymbole die einzigen Faktoren sind, um irgendwie auf Frauen attraktiv zu wirken. Denn Pete Davidson hatte schon Beziehungen mit Frauen, die rein oberflächlich betrachtet mehrere Ligen über ihn spielen. Kim Kardashian, A-List Celebrity, mindestens 10-mal so bekannt wie Pete, hat auch mindestens 10 oder 100-mal mehr Cash als er und hat sehr wahrscheinlich eine übertriebene Auswahl an attraktiven, reichen Männern. Sei es Geschäftsleute, Stars, Künstler, Sportler, die hat wahrscheinlich alles davon in ihren DMs. Ariana Grande, ebenfalls seine Ex-Freundin und ebenfalls stumpf oberflächlich betrachtet, spielt sie mindestens 5 Ligen über Pete Davidson, dann noch andere Supermodels. Also wenn irgendjemand davon überzeugt ist, dass er keine Chance bei seinem Crush hat, weil er davor erst noch mehr Muskeln, mehr Geld und noch mehr stumpfe Statussymbole braucht, dann ist das absolut nur eine fette Ausrede, damit man unmittelbar nicht aus seiner Komfortzone raus muss, auch mal was riskieren muss und Main Character in seinem eigenen Leben wird. Pete Davidson ist der perfekte Vergleich, runtergebrochen auf einen Standardtyp aus einer Kleinstadt, der aber mit einer der beliebtesten, attraktivsten und begehrtesten Frauen der Stadt zusammen ist. Du musst verstehen, die Wahrscheinlichkeit, dass eine attraktive Frau so Leute in den DMs hat wie Fußballprofis, den einen reichen Typen aus der Stadt, wo die Eltern 3 Firmen besitzen, irgendwelche Influencer, Musiker und so weiter, ist einfach sehr, sehr hoch. Aber trotzdem hat sie sich für den Durchschnittstypen entschieden und das Einzige, was diesen Durchschnitts-Pete Davidson Standardtyp unterscheidet, ist dieser eine Punkt, den sich jeder der 98% aus der breiten Männerwelt antrainieren kann. Kontrolliere dein Ego. Wenn der Grund ist, wieso du beim Feiern nicht das eine Mädchen ansprichst, weil du es peinlich finden würdest, wenn sie dir einen Korb gibt, und ja, die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, dass du einen Korb bekommst, wenn du eben noch nicht oft aus dem Stegreif wildfremde Frauen angesprochen hast, dann schaut mal auf dein Ego, denn genau das ist der Weg. Einen Korb zu bekommen sollte gar nichts sein, was nur ein paar Prozent irgendwie an deinem Ego kratzt. Ist ja ganz normal, dass eine Frau einem auch mal abweist. Klar wird es am Anfang auch an deinem Ego kratzen, aber nur so wirst du lernen, dein Ego besser zu kontrollieren. Und jeder aus deiner Freundesgruppe oder sonst wer, der das irgendwie als peinlich empfindet, ist ein absoluter NPC, der überhaupt nicht selbst im Spiel ist und nur wie so ein NPC von der Seitenlinie aus zusieht und lacht. Der Grund, wieso du lernen musst, auch Körbe zu kassieren und wirklich in Person die Skills aufbauen musst mit viel Übung, wie man ein solides, selbstbewusstes Auftreten gegenüber einer wildfremden Frau hat, ist dieser. Vor allem heutzutage, wo so viel Dating und Kennenlernen nur noch über Social Media und übers Internet läuft, muss man hier einfach mal ehrlich zu sich selbst sein und es einsehen, dass eine attraktive Singlefrau wahrscheinlich 100 andere DMs oder Snaps von anderen Typen bekommt. Und da sind dann wahrscheinlich Nachrichten dabei von Fußballprofis bis zu dem einen Typen, der nebenbei als Model gearbeitet hat. Und dazwischen landet dann irgendwo deine Nachricht. Und wenn sie dann wirklich antwortet, wird man dann höchstens radikal gefriendzoned. Denn warum in aller Welt sollte sich eine Dame, die hunderte Anfragen von teilweise stumpf oberflächlich betrachtet wirklich krassen Typen bekommt, sich für den 10. Standardtypen entscheiden, wo täglich weitere 10 Nachrichten bei ihr in den DMs landen? Vor allem heutzutage, wo so viel Kennenlernen nur mehr charakterlos hinter einem Bild versteckt übers Internet läuft, hat man sowas von eine Chance auch bei Frauen, die jetzt in deinem Kopf vielleicht ein paar Ligen über dir spielen? Weil überleg einfach mal kurz, was bleibt besser in Erinnerung? Ein Typ, der wirklich die Eier hat und im echten Leben auf einen zukommt, vielleicht oberflächlich betrachtet auf den ersten Blick nur so eine 6 von 10 ist, aber dafür so krasse Social Skills hat, der Abend für die Dame einfach übertrieben spaßig wird und mit so viel Leidenschaft im echten Leben stattfindet, oder ein Treffen mit dem nächsten mittelklassigen Profifußballer, der stumpf oberflächlich betrachtet vielleicht unmittelbar mehr Geld und in dieser sozialen Blase unmittelbar vielleicht etwas besser dasteht, aber dann beim Date im echten Leben absolut nichts mehr zu bieten hat, als diesen stumpfen oberflächlichen Status. In dieser Welt, wo wir gerade leben, wo es durchs Internet auf den ersten Blick noch viel oberflächlicher, fake und statusbezogener geworden ist, hat man auf der anderen Seite wieder sowas von einem unfairen Vorteil, wenn man einfach nicht nach denselben Regeln spielt wie der Großteil der Typen. Wo es oft nur darum geht, sich mehr Status in Form von am Aussehen zu arbeiten, mehr Geld zu verdienen, um damit in dieser Social Media Blase mehr Status aufzubauen und so vielleicht mal die Chance bei einer Frau zu haben, die man auch wirklich attraktiv findet. Ja, der Weg zum Erfolg heißt auch immer hart an sich zu arbeiten. Natürlich auch versuchen, immer näher an die beste Version von einem selbst zu kommen, motiviert durchs Leben zu gehen, mit einer gewissen Leidenschaft auch Ziele zu haben, sich selbst nicht immer zu ernst nehmen, immer wieder über seine eigenen Schatten zu springen, auch wenn dann vielleicht irgendwelche NPCs aus deinem Umfeld mit dem Finger auf dich zeigen und lachen. Aber den zwischenmenschlichen
menschlichen Umgang mit anderen und besonders auch mit Frauen lernt und trainiert man eben wirklich nur zu 100% in der Praxis. Und das vergessen leider viele, wenn es darum geht, als Typ sozusagen immer näher an die beste Version von einem selbst zu kommen. Das Aussehen ist eine Sache, woran man arbeiten kann, Karriere und beruflicher Erfolg auch. Aber wenn du dich nur in diese beiden Sachen verkrampft reinsteigerst, in der Hoffnung, dass dann vielleicht deine Traumfrau irgendwann von selbst antanzt, dein Ego so viel immer unberührt bleibt, du niemals im Datingbereich aus deiner Komfortzone raus musst und dann, weil du niemals von einer Dame einen Korb bekommen hast, dein Ego aufs Maximale gepusht wird, dann liegst du sowas von falsch. Die richtige Schlussfolgerung lautet, wenn man im echten Leben im zwischenmenschlichen Umgang einfach sowas von reinschaut, dann wird das immer ein Glowdown für einen sein, selbst wenn man ein muskulöser, adretter Typ mit etwas Geld ist. Also der perfekte Zeitpunkt, um damit anzufangen, auf wildfremde Frauen oder jemanden, den du vielleicht nur ganz entfernt kennst, zuzugehen und sie im echten Leben anzusprechen, ist nicht erst dann, wenn du ein bisschen mehr Muskeln aufgebaut hast oder endlich den neuen Audi am Start hast, sondern der perfekte Zeitpunkt ist immer sofort, wenn du die Möglichkeit siehst, jemanden ansprechen zu können. Du kannst dir gerne noch hunderte Videos über Dating-Tipps ansehen, wo erklärt wird, wie man eine Frau anspricht, oder noch 3 Bücher dazu lesen. Da kannst du dir höchstens etwas Hilfe daraus ziehen. Aber der einzig wirklich erfolgreiche Weg wird sein, hunderte Frauen anzusprechen, davon wahrscheinlich bei den 99 ersten Malen einen Korb zu kassieren. Dann lachen vielleicht ein paar NPCs kurz über dich. Doch beim 100. Mal hast du dann plötzlich mehr Selbstsicherheit. Du schaffst es wirklich, dass das eine Mädchen, was du sowas von attraktiv findest, mit dir so richtig auf einer Wellenlänge vibet, ihr euch nochmal alleine auf ein Date trefft, was niemals rein über den Snapchat, Insta-DM, Social-Media-Weg funktioniert hätte. Wo du für diese Dame nur eine seelenlose Nachricht von einem Typ neben hunderten anderen Nachrichten gewesen wärst. Und selbst wenn du dann über die Jahre immer näher zur besten Version von dir selbst kommen wirst, du vielleicht auch karrieretechnisch besser dastehst und einfach auch noch mehr von diesen stumpfen, oberflächlichen Statuseigenschaften hast, dann hast du auch wieder sowas von einem krassen Vorteil, wenn du auch zwischenmenschlich im echten Leben den Skill hast, selbstbewusst zu überzeugen. Und das ist absolut ein Fakt. Wenn du nie in diesem Dating-Bereich durch diese Trial-Error-Lern-Theorie gehst, was unangenehm an deinem Ego kratzen wird, dann wirst du niemals den zwischenmenschlichen Umgang mit Frauen beim Kennenlernen trainieren. Dein Ego wird dich auch dann noch davon abhalten, Frauen anzusprechen, selbst wenn du in deinem Kopf attraktiver und statussymboltechnisch besser dastehst. Und du wirst niemals dieser Kontrolle vom Ego in deinem Kopf entkommen. Also fang an, dein Ego kontrollieren zu lernen. Spring über deinen Schatten und sprich auch Frauen an. Es ist ganz normal, auch Körbe zu bekommen. Du musst es einfach nur als Training sehen wie im Gym und Step by Step an deinem Fortschritt arbeiten. Natürlich wird man jetzt nicht nach 2-3 Mal ansprechen direkt Kim Kardashian daten. Das braucht alles seine Zeit. Aber unterschätze nicht, was alles in 1-2 Jahren für übertrieben große Veränderungen möglich sind. Schreib mir gerne deine offenen Fragen unten in die Kommentare. Ich versuche auf alle einzugehen. Über ein Like würde ich mich mega freuen. Mein Name ist Andy Blissy und wir sehen uns nächsten Samstag 16 Uhr. Peace.